Ja, hallo Leute. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play DayZ. Ihr fragt euch, Menschenskinder, du machst doch schon DayZ. Nein, heute machen wir DayZ mit einer anderen Map, und zwar ist das Celle. Die ist ganz neu und exklusiv bei German DayZ. Die haben einen Exklusivserver gemacht. Es gibt im Moment auch nur den einen Server, so wie mir German DayZ berichtet hat, und deswegen nehme ich das zum Anlass und mache ein kleines Let's Play. Mal gucken, wie viele Folgen es geben wird. Ich muss natürlich gestehen, ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich bin schon durch Kleinhelen gelaufen und dann ist mir der Einfall gekommen mit dem Let's Play und habe gedacht, jetzt kurz vor Celle, was ihr da vor mir seht. Das ist Celle und dann mache ich einfach mal ein Let's Play. Ne? Ja, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hatte ich auch schon einen Spieler vor mir, den ich dann mit der Enfield umgenietet habe. Der arme Kerl war sich gerade am Verbinden, was mir für ihn natürlich leid tut, aber es heißt ja überleben. Ne? Gut. Aufhören mit dem Gequatsche, wir wollen mal Richtung Celle. Mal gucken, wie lange wir überleben. Wollen dann mal ganz einfach sehen, dass wir auch exklusiv hier was auf die Beine kriegen. Vielleicht kommen wir ins Feuergefecht und ich sterbe mal nicht gleich, wie sich das bei mir eigentlich immer so der Fall ist. Aber wie ihr schon seht, ich habe schon Alice Pack. Allerdings nur eine Lee Enfield und nichts Besonderes an Waffen. Ich glaube, ein Revolver habe ich noch, oder was war das? Ja, ein Revolver habe ich noch. Ja, ein bisschen was zu essen. Oh, ich höre schon wieder Schüsse. Jetzt fragt sich nur. Hier, das ist der Bauernhof, wo ich vorhin. Ah, Zombie. Ja, mit mir im Teamspeak ist derjenige, der hustet. Das ist der Haudinger. Der lädt sich die Map gerade runter. Der will mit mir zusammen eventuell mal Zelle spielen. Hallo, Haudi. Hallo, Alf. Haudi ist ein bisschen erkältet, aber. Naja, es wird schon. Ja. Ja, wie gesagt, der hat sich die Map runtergeladen, sein Recht. Seine Internetverbindung ist allerdings nicht die beste und deswegen, da ist wieder ein Gegner. Feuergefecht mit dem anderen, das ist natürlich gleich interessant. Na, wo bist du? Nein! Jetzt war meine Munition alle. Na Leute, der tappt aber schon mal Action oder was? Das wird es natürlich gewesen sein. Beinbruch. Ich habe ihn tatsächlich geschafft. Aber wie komme ich jetzt an seine Sachen dran? Leute, war das schon gleich spannend. Oh, jetzt bin ich auch tot. Nee, bewusstlos.
Ach Leute, das ist natürlich nicht schön. Sterbe ich? So, verbunden habe ich mich. Jetzt wollen wir gerade gucken. Was hat er denn im Rucksack? Der hat noch gar nichts im Rucksack. Ich dachte, der hätte mal Morphin oder... Ich bin ja jetzt ganz schön angeschlagen. Was machen wir denn da? Hat er sonst noch irgendwas Interessantes? Schmerzmittel hat er. Tja. Ja, Leute. Ich glaube, ich werde es wohl auch nicht lange machen. So, jetzt höre ich wenigstens auf zu zittern. Das Einzige, was mir jetzt bleibt, ist ein bisschen kriechen. Ach, ich kann ja sogar laufen. Wie kommt das denn? Da ist auch ein Bug oder sowas. Oder weil ich so ein toller Hengst bin oder was. Jetzt hauen wir nicht so auf die Kacke. Gut, dass das keiner gehört hat, was du jetzt gesagt hast. Ja, ich habe ein gebrochenes Bein. Diese Nudeln essen. Ich versuche mir gerade bildlich vorzustellen, wenn du mit einem gebrochenen Bein auf der Straße liegst und erstmal eine Dose Nudeln aufmachst. Ja, der geht aber richtig gebückt, also mit dem gebrochenen Bein, das muss ein Bug sein. Also da müssen sie wohl scheinbar noch nachbessern. Ob das jetzt mit der Map zusammenhängt oder was auch immer. Ich kann auf jeden Fall ganz normal laufen. Laufen kann ich auch, siehst du? Hm. Dann komme ich jetzt doch noch nach Zelle rein. Das Einzige ist halt, ich habe wenig Blut. Aber gut. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt gerade sehe von Zelle, das sieht ganz nett aus. Ich habe auch schon Turban um, weil ich schon den zweiten umgebracht habe. Ich will mal gucken, ob es hier irgendwo ein Krankenhaus gibt. Ey, das haben die toll gemacht hier. Alte Fachwerkhäuser gemacht. Eine ganz andere Kirche. Ja gut, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich das nicht sehr lange überleben werde. Ah, jetzt bin ich gestorben. Ah ne, jetzt bin ich umgefallen. Wieder ohnmächtig. Jetzt kommt ein Zombie, der knabbert so ein bisschen an mir rum. Ich verliere. Dann war es das ja wohl. Tut mir leid. Da ist noch ein anderer Spieler. Habe ich eben gesehen. Vielleicht hilft er dir. Ne, jetzt ist wieder Ohnmacht. Na gut. Ja, jetzt bin ich tot. Alf wurde getötet. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen einfach nochmal versuchen, unser Glück. Ja, Yoda. Dann sehen die Zuschauer das jetzt auch wenigstens mal von Anfang an. Ah ja gut, den Ladebalken, geht der jetzt schnell oder geht er nicht schnell? Ja, das einfach mal anhalten. Ja, der zweite Teil, meine Freunde oder Zuschauer. Wir sind wieder gespawnt und ja. Das ist dieser Fluss, dieser große, der durch diese Map geht.
weiß aber jetzt gar nicht, wie der heißt. Howdy, weißt du, wie der Fluss heißt, der durch die Zelle geht? Oder an Gott. Zelle vorbei? Das ist jetzt echt eine schwierige Frage, wirklich. Ist egal. Ich habe hier ein Ortsschild, dann weiß ich gleich wieder, wo ich bin. Das sieht aber ganz fast so aus, als wenn das derselbe Ort ist, wo ich vorhin auch gespawnt wäre. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn man hier so in der Nähe so spawnen würde. Kleinhehlen, guckt euch das an, Landkreis Celle. Richtig gelbes Schild, sieht toll aus. Kleinhehlen, das bedeutet da. Mhm. Also die haben schon ein paar schöne neue Häuser reingebracht in die Map. Das muss man ganz einfach mal sagen. Hier ist eine Kneipe. Hermanns Haxe. Die haben das Zeller alt, oder wie das heißt. Eine Toilette. Oh, ein Tschech-Rucksack. Das ist natürlich... Auf der Toilette. Nein, nicht auf der Toilette, im Gasthaus. Okay. So, wieder raus. Ja, genau denselben Weg bin ich vorhin auch gegangen. Ach, hat einen zweiten Stock. Man kann von außen nochmal hochgehen. Ich nehme mal an, da ist der Gastwirt mit seiner Frau. Und ich gucke nochmal in die Räumlichkeiten. Die sehen ja alle ganz anders aus hier in der Map. Hui. Sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Da war ich vorhin auch schon mal. Hier liegt eine Autoscheibe, das ist aber jetzt erstmal uninteressant. Also die haben schon einige Häuser selber gemacht. Howdy in der Map. Das sieht schon ganz nett aus. Ah, gut, einige Häuser haben sie auch übernommen, keine Frage, aber so ein paar haben sie auch selber gemacht, also. So, Kleinhehlen bin ich jetzt raus. Gleich im Anschlussort. Das nützt ja alles nichts. Ich meine, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt weit bis zu meiner Leiche. Aber ich will erstmal wieder ein bisschen sammeln und den Leuten noch ein paar Häuser zeigen. Hier ist zum Beispiel ein großes Wohnhaus, richtig modern. Da kommen auch gerade Zombies raus. Und die Zombies, Leute, die sehen natürlich auch teilweise anders aus. Da gibt es ein paar neue. Das sind so langhaarige Bombenleger. So Hippies. Haben eine Jeansjacke an und haben ein T-Shirt an. Fehlte nur noch Peace, müssten sie drauf haben. Das wäre natürlich der Hammer, aber... Holzstapel. Hier oben heizen sie alle mit Holz. Beim modernen Haus natürlich. So, wollen wir in die Räume gucken. Hier ist natürlich auch ein bisschen was gespawnt. Ich habe natürlich überhaupt noch keine Waffe. Da ist eine Toilette im Bad. Na scheiße. Und offensichtlich auch ein Telefon. Das war mein Handy, hat mich daran erinnert, dass morgen irgendwas ist. Brauchst mich gar nicht so... ausrüsten. Die ganzen Zombies sind jetzt hier drin. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Geht doch mal da weg. Raus hier. Und ich bin am Bluten, na klasse. Gleich hier in den Wald drin, in dieses Wäldchen. Wenn wir uns gleich verbinden irgendwo. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es im... Oh, scheiße, wer ist das denn? Ach, das ist auch so ein Hippie. Ah, die gibt es in verschiedenen Arten, diese Hippies. Einmal mit Jeansjacke, einmal mit einer dunklen Jacke. Ich glaube, ich habe auch schon einen gesehen, der hatte nur ein T-Shirt an.
Na gut, weiter geht's. Einen etwas größeren Rucksack habe ich. Das hier scheint die Hauptstraße zu sein und das hier scheint eine Nebenstraße zu sein. Ah ja, das ist diese Nebenstraße. Ich habe auch auf dem zweiten Monitor eine Karte, die allerdings, sage ich jetzt einfach mal, ist zwar, oh, hier eine 1911er, genau, die nehmen wir. Mit einem Magazin. Endlich haben wir mal eine Waffe. Eine kleine. 1911er, die habe ich eigentlich ganz gerne. Die ist nicht ganz so laut und wenn man einen Kopfschuss macht, dann fallen die eigentlich auch um. Ach, und eine Lee Enfield, als wenn ich es nicht geahnt hätte. Ja, die nehmen wir natürlich auch erstmal. Scheinbar gibt es in dieser Map nur Lee Enfields. So. Da hinten sind noch Häuser. Das sind diese drei Reihenhäuser. Die sehen auch ganz schick aus. Also ihr seht, ne, das ist ein Haus, was aus dem normalen DayZ übernommen wurde. Da seht ihr auch dieses Betongebäude, weil es jetzt noch nicht fertiggestellt ist. Das ist auch übernommen. Bei dem Haus bin ich mir unsicher, ob das mich auch selbst... Ah, jetzt kommt so ein Scheiß-Zombie an. Ja, das ist jetzt drei Reihenhäuser. Kommt der jetzt rein oder kommt er nicht rein? Nein, er kommt nicht rein. Also die sind toll gestaltet, sind so kleine Häuschen mit einer Küche und ja, das sieht aus wie die Wohnstube. Dann geht es hinten raus im Garten und eine Treppe nach oben. Da gibt es ein Schlafzimmer, das Elternschlafzimmer sieht so aus. Kinderzimmer oder was auch immer. Und dann noch hier ein kleines Zimmerchen. Ich würde daraus ein Computerzimmer machen. Ja. Verbandzeug. Ja, komm her, nehmen wir noch ein bisschen Verbandzeug mit. Ist ja egal. Verbandzeug kann man nie genug haben, so oft wie ich sterbe. Gibt es hier irgendwas auf der Toilette? Ne, nur eine Toilette. Klosett. Ja, es sind sogar vier Reihenhäuser. Sieht sehr schön aus. Ja. Aber man findet hier so wenig. Also die Lee Enfield, wie gesagt, die hatte ich vorhin auch schon mal. Da findet man auch ordentlich Munition. Aber andere Waffen, na gut, ich bin zwar noch nicht weit rumgekommen, aber das hier ist so ein Half-Life alias Gordon Freeman Waffe. Oh, ich höre schon wieder Schüsse. Hört sich an wie eine Lee Enfield, ja. Oh, da ist 1911er Munition, das ist immer gut. Da Winchester Munition, das bedeutet, man könnte vielleicht auch mal Glück haben und ja, schöne Winchester von Streichhölzer, jawohl. Also grundsätzlich finde ich das toll, neue Gebäude. Haben sich auch was einfallen lassen in Bezug auf die Einrichtung. Sieht zwar spärlich aus, aber sie haben sich halt Mühe gegeben. Ich sag mal, es ist ja nicht gesagt, dass das nicht noch ein bisschen verbessert wird, grundsätzlich, glaube ich. Dass die schon noch ein bisschen daran arbeiten werden. Und man muss denen einfach auch die Chance geben. Ich finde das toll, wenn einer sich die Arbeit macht und so eine Map da zusammenbastelt. Ich sage mal, sie muss ja auch durchdacht sein. Das ist alles nicht so einfach. Gut, dass man diese Munition umwandeln kann. Noch eine 1911er. Aber da auch ein Magazin dabei, das ist auch gut. Sehr, sehr gut. Howdy, aber du musst dir was einfallen lassen. Du kannst das so noch nicht wieder arbeiten gehen mit dem Husten.
Ich fürchte doch. Naja, wie du mir vorhin schon berichtet hast, dein Download ist fertig, ne? Mhm. Ich werde dir das dann morgen Abend oder so richtig dir es ein, ja? Das ist sehr nett von dir. Dann können wir zusammen mal durch Zelle laufen. Gerne. Also, ich finde schon ganz spaßig. Oh, das Haus, das so ein Haus kenne ich auch noch nicht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Da war ich auch noch nicht drin. Das muss ich mir auch mal angucken. Den Schreibtisch. Hier vorne ist noch ein Raum. Da ist auch nichts drin. Aber die haben sich echt was einfallen lassen. Gibt es denn nun nichts? Viele Räume oder viele Häuser mit, wo man reingehen kann. Aber es sieht doch schon schick aus. Da die Reihenhäuser haben sie da gebaut. Ich habe sie ja vorhin, das waren ja die Häuser, wo ich eben drinne war. Haben sie auch der Landschaft so ein bisschen angepasst, also den anderen Häusern, die original aus DayZ sind. Das ist schade, das Haus hier, doch, da kann man reingehen. Ich wollte gerade sagen. Aber ich habe so ein Haus schon gesehen, da konnte man nicht reingehen. Also Ausrüstung, auch ein Revolver. Aber ich bleibe lieber bei meiner 1911er. Aber die Munition kannst du mitnehmen und umändern. Ja, ja, genau. Die kannst du umwandeln. Ist aber weniger dann drin, ne? Das ist egal, aber. Ein, zwei Schüsse oder sowas. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. So, das ist eine Hauptstraße. Das war eine Nebenstraße. Tja, so ganz genau weiß ich jetzt natürlich nicht, wo ich bin. Bin ich ganz ehrlich. Wo ist denn jetzt Zelle? Doch, da drüben ist Zelle. Hier ist jetzt gleich die Brücke. Hier ist der Bauernhof, wo ich vorhin durchgelaufen bin. Ah, ich blicke schon langsam durch, ja. Dann laufen wir nochmal durch den Kuhstall hier. Hier ist nochmal Munition. Die Enfield, jawohl. Eine Dose Coke. Also was zu essen habe ich auch. Was zu trinken habe ich. Oh! Was ist das denn? Eine Bärentrap. Oh, sehr selten. Kann man ein paar andere Spieler mitfahren. Ach, hat der Goodgate jetzt schon mal gehabt? Oder nee, der Tammy hat's gehabt. Und da haben wir sie mal aufgebaut. Los. Ja, liebe Zuhörer. Leider verabschieden, weil es ist 12 Uhr und ja. Ja, wir sehen uns morgen. Auf jeden Fall. Dann richte ich dir das ein, ne? Vielen Dank und viel Glück noch. Ja, wir werden sehen. Alleine ist das alles ja nicht ganz so schön, als wenn man das zu zweit machen würde. Deswegen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Mach's gut, Haudi. Danke, gute Nacht. Buddy disconnected from your channel. Ich höre schon wieder schießen.
Das war auch ein schöner Bug gerade wieder. Zombie hier die Brücke runtergefallen ist. Aber da habt ihr den Zombie auch mal gesehen. Mich würde mal interessieren, ob es da auch ein Krankenhaus gibt in Celle. Celle scheint ja so eine Art zentraler Anlaufpunkt zu sein. Wollen wir mal schauen. Jetzt sind wir hier auch wieder. Hier seht ihr das Ortsschild Celle. Vielleicht. Finde ich ja meine Leiche wieder und kann wenigstens den anderen Rucksack nehmen. Das wäre doch schon mal ein kleiner Vorteil. Alles andere, ja gut, ein bisschen Essen oder sowas. Also ich finde das schon klasse. Vorhin habe ich das ja gar nicht so richtig sehen können, weil ich ja kaputt war. Wir haben das richtig klasse gemacht. Hier ist so eine Art Schule. Da können wir gleich nochmal rein. Hat der denn? Petrol Pack, Ausrüstung, Schmerzmittel. Im Petrol Pack hat er gar nichts dran, na gut. Dann wollen wir mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und meine Leiche liegt tatsächlich noch da. Ich war hier um die Ecke. Da liege ich auch noch. Vielleicht haben sie mir ja den Rucksack gelassen. No, oder? Nein, haben sie Hatchet. Nehmen wir mal mit. Ach, kein Messer gelassen, gar nicht. Lee Enfield. Wasserflasche Makarov haben sie da gelassen, weil sie meine Waffe mitgenommen haben. Na gut. Schule ist angesagt. Schule direkt neben der Kirche, naja gut. Warum? Oh, ich höre Schüsse. Mal sehen, vielleicht mache ich das erste Special 30 Minuten. Von der Map. Ach, Lea. Der kommt mit Sicherheit gleich. Jetzt ist der Server down. Okay, ich melde mich später wieder. So, da bin ich wieder. Der Server ist wieder da und wir sind wieder in der Schule gespawnt, was auch für mich sehr wichtig war. Ich will nur mal gerade kurz drüber gucken, was ich alles so drin habe. Vorhin habe ich hier noch Schüsse gehört. Wird doch langsam dunkel in Celle. Mal gucken, jetzt müssten natürlich auch neue Sachen spawnen. Mhm. Aber das dauert ja auch alles so seine Zeit. Bin ja froh, dass ich nicht irgendwie woanders gelandet bin. Ich höre wieder Schüsse. Ja, was ja sehr kurios ist, ne? Auf der anderen Seite ist genau die Kirche.
Dose Cola ist ja egal, können wir immer noch wegschmeißen. Dose Nudeln ist natürlich auch nicht schlecht. Stahlbolzen brauchen wir nicht. Mir kommt es so vor, als wenn ich was hören würde. Da ist einer. Schade. Da ist er wieder. Oh, der hat mich ganz schön erwischt hier. Habe ich nicht aufgepasst. Habe ich doch. Ein Schock. Blutleere. Tut mir leid. Bin mal gespannt. Habe ich den verbunden. Mal sehen, was er, wenn er wach wird, ob er mit mir spielen will oder nicht. Lebt er noch? Das habe ich nur davon. Das habe ich nur davon, Leute. Ja. Na gut. Damit wollen wir die Aufnahme auch beenden. Ich habe es gut gemeint. Er hat gleich rumgehackt. Ich habe ihn verbunden, wenn er. Also, nee. Naja, ist egal. Bis zur nächsten Aufnahme.